Edith Wolf-Unkler, ganz herzliche Gratulation. Sie haben hier Gold gewonnen. Es sind vorher gerade ein paar Freudentränen geflossen. Ja, es war enorm emotional. Es ist unglaublich. Ich hatte so ein gutes Gefühl. Es war so ein taktisches Rennen. Und dass es am Schluss gelangt hat, das ist einfach perfekt. Das ist das erste Rennen, der erste Sieg. Nein, es ist so ein Erlebnis. Es ist so ein schönes Gefühl. Das ist so eine harte Arbeit, wo 4 Jahre eigentlich dahinter standen sind. Und jetzt bin ich wieder Olympiasiegerin. Und so außergewöhnlich ist, bin ich Olympiasiegerin als Mami. Es ist so schön. Jetzt das 5000er Rennen ist ein sehr taktisches Rennen. Wie sind Sie da vorgegangen? Cool bleiben. Es hat von hinten und von vorne getatscht und sehr ruppig gefahren worden. Manchmal weit hinten gespült worden. Ich habe einfach geschaut, dass ich immer eine Ausgangsposition habe, dass es offen ist. Und halt auch taktisch angefahren und geschaut, wo ist meine Konkurrenz und wie stark ist sie. Und in den letzten 3 Runden bin ich da vorne und habe ich gewusst, jetzt kannst du es nicht mehr abgeben, sonst fährst du auf Band 2. Und dann habe ich es einfach probiert, taktisch clever halt, um nicht allzu hohes Tempo durchzuziehen. Und auch die letzte Runde habe ich erst angezogen, wo ich gesehen habe, die anderen kommen langsam. Jetzt ab morgen geht es Schlag auf Schlag. Es folgt jeden Tag fast das Rennen. Sie haben gar nicht wirklich Zeit zum Feiern, oder wie tun Sie sich jetzt da vorbereiten? Nein, also gefeiert wird erst ganz am Schluss. Es stimmt, ich habe jeden Tag eigentlich den jetzt Wettkampf, sei das ein Halbfinale, Finale. Es beflügelt mich ganz sicher, dass ich jetzt so gute Rennen gefahren bin, bereits jetzt am Anfang. Aber ich habe jetzt Sieger Erik sehr geniessen. Und dann gehe ich zurück ins Village und dann möchte ich einfach noch ein bisschen Zeit haben mit meiner Familie, mit meiner Tochter, mit meinem Mann und meine Schwiegermama, die da ist, und es geniessen und dann runterfahren und am Abend geht es wieder weiter fürs nächste Rennen.